die Frage des bedingungslosen Grundeinkommen ist, wäre es nicht sinnvoll, wenn man der existenzsichernde Teil, das Geld, das jeder schon hat und jeder sowieso braucht für sich selber, wenn man diesen Teil des Einkommens bedingungslos machen würde. Das ist der Impuls, Bedingungslosigkeit. Damit man die Existenzsicherung nicht als Brett im Kopf hat. Und durch das zum Beispiel auch, man kann auch sagen, so, wenn es kein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, solange es das noch nicht gibt, haben wir eigentlich einen ständigen volkswirtschaftlichen Schaden. Was würden Sie machen, wenn das bedingungslose Grundeinkommen in der Schweiz, das von 2'500 Franken im Monat, eingeführt werden? Auswandern. Das lässt sich mir nicht bieten. Warum auswandern? Weil gegenüber dem, was die Grundsituation des Menschen ist, vermeintliche Garantie von arbeitsfreiem Grundeinkommen ein hoher Fiegen ist. Es lügt also den Bürgern in die Tasche, weil sie eine Situation vorgespiegelt bekommen, die nicht die normale Situation eines Menschen ist, seit eh. Und weil es nicht erfüllbar ist, faktisch, praktisch. Im Prinzip ist das Grundeinkommen schon finanziert. Weil jeder Mensch hat ja schon ein Einkommen, gerade in der Schweiz. Ohne Einkommen in der Schweiz kann man gar nicht leben. Und bei denen, die sagen, ja, es ist eine schöne Idee, es ist eine Utopie, aber es ist leider nicht finanzierbar, da ist meistens auch dahinter eine Art Angst. Und dem kann man mal nachgehen, was ist denn das für eine Angst? Und ich denke, ich bringe es gerade auf den Punkt, es ist Machtverlust. Es ist Machtverlust. Weil heute ist das Geld ja schon das Mittel, wo ich nehme das Geld, oder? Und sage, mach mehr. Und ich komme ohne Bedingungen entspricht nicht der menschlichen Situation, dass der Mensch sich selber durchs Leben bringen muss. Es zentralisiert den Entscheid über das Einkommen total in der Politik. Und es braucht auf der Beschaffungsseite für die vielen Gelder eine unerhörte Steuerlast, die jede Arbeitslust aus eigener Initiative notwendigerweise ersticken müsste. Das Grundeinkommen ist sozialer. Ja? Also Gerechtigkeit, es wird ernst gemacht mit Gerechtigkeit. Das Grundeinkommen wäre viel dynamischer. Man kann, wenn man so ein Grundeinkommen hat, dann kann man ein Unternehmen einfach gründen. Man kann einfach mal los und Schritt machen. Es würde eine viel mutigere Gesellschaft sein. Was ist Arbeit aus Ihrer Sicht? Arbeit ist etwas, das zur Situation des Menschen immer gehört hat. Der Mensch ist ein Wesen, wo Bananen nicht ins Maul wachsen, sondern wo sich muss Kalorien, also die Wärmekalorien und Nahrungskalorien beschaffen. Und das heisst Arbeit. Es ist nämlich auch bequem, halt einfach das zu machen, was ich halt muss. Oder? Mhm. Arbeit ist eine sinnvolle menschliche Tätigkeit. Und nicht nur Erwerbsarbeit. Und ist nicht direkt mit der Arbeit ist nicht, was bezahlt wird. Wenn Sie nur mal schauen, die heutige Situation der Schweizer Volkswirtschaft, dass fast 80% der Leute zwischen 15 und 64 arbeiten, dass sie 48 Wochen arbeiten, dass sie während der Woche 42 Stunden arbeiten, macht das in der Schweiz pro Kopf im Durchschnitt von allen Einwohnern 1000 Stunden gearbeitet wird. Und wenn Sie es freistellen, ob man überhaupt und wo ein bisschen arbeiten möchte, wird niemand mit 1000 Stunden im Schnitt arbeiten, sondern 300. Weil die Umsetzung ist eigentlich das Nachdenken über die Idee. In diesem Nachdenken setzt sich eigentlich die Idee um. Es geht ja nicht ums Geld beim Grundeinkommen, sondern um eine andere Haltung. Sich selber gegenüber, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, oder? Aber auch den anderen gegenüber, also will ich weiter die Menschen einfach bestimmen mit dem Geld? Oder was habe ich für eine Achtung von den anderen Menschen? Um das geht es. Und das mit der Volksinitiative breit können zu diskutieren, scheint uns jetzt das richtige Mittel. Mhm.